Fein. Milky ist morgens immer besonders gut gelaunt. Na komm, hopp. Milka, hopp. Komm, fein. Toffi hat da vorne gerade Pipi gemacht. Und es ist morgens, wir sehen können, schon hell. Aber die Sonne ist noch nicht draußen. Die wird dann da drüben gleich aufgehen. Milky zum ersten Mal. Kleiner Fun Fact. Wo ist er? Toffi? Man geht eigentlich raus und Toffi macht direkt einmal Pipi, einmal Kaki und ist dann fertig. Der ist das auch vollkommen egal wo. Und Milky, die muss erstmal ganz in Ruhe nach dem geeigneten Ort suchen. Fuß. Ist okay. Hallo, guten Morgen. So, die beiden finden es. Oh, Milka, nicht springen. Na, Molly? Ja, Toffi riecht anscheinend noch sehr gut. Die beiden sind ja eigentlich nie an der Leine. Und ich achte halt darauf, wenn wir spazieren gehen oder überhaupt grundsätzlich, komm mal her, Schatz, dass sie ohne mein Go nicht zu anderen Hunden laufen. Ich frage auch grundsätzlich immer nach, ob das okay ist. Aber die beiden gehen so lange bei mir bei Fuß, bis der Hund entweder vorbeigegangen ist, der andere, ne? Oder es in Ordnung ist, dass sie Hallo sagen dürfen. Das ist so unsere goldene Regel. Weil, ja, das heißt nicht, finde ich, nur wenn der Hund nie an der Leine ist, dass er zu anderen hinläuft, so gar nicht. Naja, gut, so Mädels, habt ihr Hunger? Habt ihr Hunger? Wollt ihr frühstücken? Ja? Na, dann kommt mal schnell mit. So, das Essen der beiden, das ist wirklich eine Mischung. Wir fangen mal bei Toffi an. Die Toffi bekommt von Platinum das Menü Chicken. Da bekommt sie 1,5 Packungen. Dazu ein Gelenktabs von Pets Deli, dann Öl von Dogs Love, sieht man hier auch drüber. Die Milky bekommt nach wie vor das Trockenfutter von Platinum, die Sorte Lamm und Reis. Dazu ein bisschen Gemüse, also es ist wirklich Gemüse pur von Dogs Love. Da hat Toffi auch ein bisschen was von bekommen, also so ist das ja nicht. Und dann zudem auch der Gelenktabs oder den Gelenktabs und ein wenig Öl. Das Ganze gieße ich dann noch. Moment, wo habe ich es denn? Gieße ich dann noch mit ein bisschen Wasser auf. Sieht jetzt irgendwie ein bisschen eklig aus der Packung hier. Aber da sind noch so viele Reste drin. Das ist jetzt die Essenspackung von Toffi, die eine von den 1,5. Damit das ein bisschen flüssiger ist, weil ich das schon mal öfter hatte, wenn Milky nur so das Trockenfutter isst. Oh Leute, dann verschluckt sie sich und also dann macht die dieses Rückwärtsatmen und das passiert so gar nicht. Dann schlägt sie das auf und isst das in Ruhe. Ich rede jetzt aber mal nicht lange weiter, sondern fütter die beiden mal. So, Milky ist wesentlich langsamer als Toffi. Toffi, die schlingt eher, kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Milky, isst das jetzt hier ganz in Ruhe? Eine Sache muss ich euch noch zeigen. Ich habe diese Silikonabdeckung neulich im Ikea entdeckt und direkt mitgenommen. Die waren in so einem Dreier-Set, da ist ein noch größeres dabei und so ein kleines, das kann man super auf eine Gurke oder so drauf tun. Das finde ich super praktisch. Ich sitze jetzt mit meinem Kaffee schon am Schreibtisch und da drüben geht gerade die Sonne auf, richtig schön. So, wir sitzen jetzt hier gerade im Auto und haben einen Termin. Milka und Toffi habe ich mitgenommen. Die sind in den Termin zwar nicht inkludiert, aber ich werde das Ganze mit einem anschließenden Spaziergang verbinden. Ich habe auch gerade hier wirklich mit Schrecken festgestellt, wie mein Auto aussieht. Da zitter ich auch direkt mit der Kamerahand. Nein, Spaß beiseite, aber es ist echt, man merkt, dass es in Deutschland super matschig war, wobei hier auch langsam matschig wird. Und ich mich immer wieder um mein Auto kümmern muss, beziehungsweise es aussaugen und auswischen muss. Hier der Boden, guckt euch das mal an. Ganz schlimm. Also für mich zumindest. Ich bin da so, was mein Auto angeht, immer sehr reinlich eigentlich. Also, naja, wie dem auch sei. Damit wir nicht zu spät kommen, werden wir jetzt mal losfahren. Und dann melden wir uns gleich wieder. Milka und Toffi haben super brav gewartet, natürlich wie immer. Ich bin schon fertig, es ging schneller als gedacht. Heute ist es auch relativ warm. Ich hatte zwar extra hier noch eine Heizdecke mit dabei. Die habe ich den ganzen Winter eigentlich immer mit. Das ist so eine ganz klassische, normale Kuschelheizdecke. Die habe ich den beiden ins Körbchen gelegt, wenn ich zum Beispiel nochmal eine Runde Snowboarden war
oder einfach eher nach dem Spaziergang, wenn ich gemerkt habe, ihnen ist kalt. Die habe ich übrigens auch an die Jackery angeschlossen. Das ist quasi ein externer kleiner Generator oder eine Riesen-Powerbank, sagen wir es mal so, die total kompakt ist, leicht ist, die man überall mit hinnehmen kann, die aber trotzdem super viel Power hat. Sie verfügt über zwei 230 Volt Steckdosen. Das ist eigentlich so der Game Changer überhaupt gewesen, weil wir, wenn wir mit dem Van unterwegs waren, immer das Problem hatten, dass wir irgendwann keinen Strom mehr hatten. Und hiermit ist man einfach versorgt. Man muss sich wirklich um nichts mehr Gedanken machen. Wir können da Kameraakkus laden, eine Heizdecke anschließen, eine Milky. Wir können eine Kühlbox anschließen. Also man ist wirklich für alles gewappnet. Sowohl unterwegs als auch zu Hause. Jetzt im Alltag habe ich die im Auto. Oder für einen Stromausfall zu Hause ist das halt auch wirklich so die sichere Lösung überhaupt, die man nur haben kann. Eine Mädels aufladen kann man das Ganze ganz einfach entweder während der Fahrt per Zigarettenanzünder oder per Solarpanel. Da kann man Solarpaneele anschließen und das Ganze über Sonnenenergie laden oder ganz entspannt von zu Hause über die Steckdose. Es gibt gerade -15% bei Jackery auf alle Produkte. Und der Sommer kommt, deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, falls ihr gerne mit dem Van unterwegs seid oder einfach eine sichere Option für zu Hause haben wollt, falls mal der Strom ausfällt. Nee, ihr Süßen, ich würde sagen, wir gehen jetzt. Gehen wir spazieren? Ja? Wir sind jetzt doch nochmal kurz nach Hause vom Spaziergang. Ich habe nämlich so einen riesengroßen Hunger gehabt. Ich habe mir hier gerade eine Laugenstange zerschnitten, Hummus darauf gemacht und da esse ich jetzt Gurke und Tomate dazu. Eine komplette Packung Tomaten und eine halbe Gurke. Ja, Milky und Toffi haben gerade schon ein Stück Gurke bekommen. Ich werde jetzt hier mal gerade essen und dann gehen wir gleich spazieren, Mädels. So, wir haben es geschafft, sind jetzt im Wald oder auf dem Waldweg und gehen dort eine Runde spazieren. Der Dummy, den habe ich auch mit, der ist in meiner Kapuze. Es ist nämlich, da schaut sie schon wieder direkt. Es ist ein riesengroßes Problem für Toffi, wenn man ein Spielzeug mit hat, aufzuhören zu spielen. Bei Milka, wenn man da gesagt hat, Schluss, dann war auch Schluss. Und ja, das ist so eine Sache, da könnten wir mal dran arbeiten, dass sie das akzeptiert, dass wenn man das Spielzeug wegpackt, dass dann auch wirklich Schluss ist. Aber wir gehen jetzt hier unsere Runde. Es ist auch ganz schön vom Wetter her. Schaut mal. Der Himmel ist blau und da hinten ist auch die Sonne. Also echt schön. Perfektes Wetter für eine Mittagsrunde, ne, Mäusis? Ja, Toffi weiß schon, dass ich das mit hab. Ne? Ja. So, und außerdem sind gerade noch per Post, als ich zu Hause war, die Samples meiner neuen Rudelherz-Kollektion angekommen für den Frühling. Und ich bin so begeistert, wirklich. Also ich bin schon total gespannt, was ihr sagt. Vielleicht zeige ich euch gleich schon mal so ein bisschen. Aber mir gefallen sowohl die neuen Farben total gut, als auch die neuen Schnitte. Doch, es sind neue Schnitte dabei. Und die Prints und so, ich bin richtig begeistert. Ich würde es am liebsten direkt tragen. Also den Pulli hatte ich schon an gerade. Ich hätte ihn am liebsten direkt angelassen, sagen wir es mal so. Und ich bin selbst total begeistert davon. Aber es ist natürlich so die Sache, was ihr davon haltet. Deswegen freue ich mich da schon total auf eure Meinung. Ich glaube, ich zeige es euch. Ich weiß noch nicht, wann ich es, ob ich alles so in die Kollektion mit reinnehme und wann ich das Ganze dann wirklich online... Nein, Toffi! Was ist das denn? Online stelle? Seit wann jagt die denn? Oder guckt, schaut mal. So ist brav, mein Schatz. Da hinten, Milka! Da hinten läuft gerade das, da war ein Reh. Milka riecht jetzt auch. Milka, nein! Hey! Halt! Und Toffi hat es nur gewittert, krass. Die hat da so, halt, Milka! Fein! Brav! Gib mal Fuß! Die hat davor gestanden quasi, also dieses Vorstehen gemacht. Und hat mich angeguckt. Die ist so krass. Toffi, die ist so brav! Sie guckt, es ist wirklich unfassbar bei ihr. Ich muss jetzt hier noch mal ein bisschen aufpassen, dann erzähle ich da gleich noch mal was. Ich sehe mal gerade, dass das auch sicher weg ist. Und Milka das jetzt hier nicht doch noch irgendwie die Spur aufnimmt und losrennt. Milka ist nämlich so die Sache, in ihren jungen Jahren war sie wirklich da sehr, war das voll ihr Ding.
da auch mal ein bisschen hinterher zu gehen. Das macht sie jetzt zum Glück nicht mehr. Und bei Toffee ist es so, warum auch immer, dass sie komplett, aber wirklich zu 100% darauf wartet, dass ich irgendeine Anweisung gebe, was sie macht. Das ist so krass. Milka ist so, die entscheidet das selber oder hat das immer selber entschieden. Okay, da läuft was weg. Ich gehe hinterher. Und wenn du diesen Punkt verpasst hast, wo du es quasi unterbindest oder unterbinden kannst, bevor sie losrennt, dann ist sie losgerannt. Und die Toffee, die schaut dich an und wartet, was ich sage, was sie machen soll. Hm, Toff? Das ist echt so krass. Ja, echt irre. Und da dachte ich, das wird sie sich diese ja doch eher, was heißt negative Eigenschaft, ja doch, dass sie selbstständig macht oder dass Milka selbstständig macht, ist ja eine negative Eigenschaft definitiv, dass sie sich das bei Milka abgucken wird, aber das hat sie wirklich überhaupt nicht gemacht, weil sie vom Charakter einfach so anders ist und sich so zu 100% an uns orientiert, was halt total praktisch ist für uns. Ja, aber jetzt verstecke ich den beiden gleich mal den Dummy. Toffee, sogar die Pfeife mit. Das haben wir nämlich auch mal eine Zeit lang gemacht, dass wenn ich lange pfeife, sie Sitz machen und wenn ich zweimal kurz pfeife, sie kommen. Aber das haben wir auch schon wieder so schleifen lassen irgendwie. Naja, deswegen eine Sache mache ich, glaube ich, mit dem Dummy mache ich gleich mal. So, jetzt habe ich hier den Dummy und das, was ich eigentlich immer probiere, ist es, dass sie nicht einfach loslaufen. Das ist jetzt aber sehr schwierig, wenn ich das Handy in der einen Hand habe. Bleib. Bleib. Milka. Super, Schatz. Okay, das hat jetzt sehr gut funktioniert. Bleib, Toffee. Fein. Brav. So fein, mein Schatz. Gut gemacht. Prima. Ist okay, Toffee. Ja. Jetzt probieren wir das Ganze mal andersrum. Der Mickey hasst es nämlich zu warten, ne, Schatz? Du möchtest es lieber selber machen. Ich verstehe es. Süße. Also klar, ist es jetzt hier nicht versteckt, ne? Ich werf dir das. Bleib! Ich werf dir nochmal an die Seite. Bleib! Toffee! Okay. Nein, 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 nein! Milka, sit! Sitz! Sitz! Fein. Ich wollte gerade schon sagen. Oh nein! Okay, komm her! Was ist denn los hier? Fein! Ich muss das mal jetzt ernsthaft machen. Gut gemacht! Fein und das Handy weglegen. Das war jetzt auch nicht voll konzentriert von mir. Aber ihr macht das richtig gut heute. Wow. Okay. Wir machen das jetzt mal konzentriert weiter ohne euch. Und sollte ich das gleich mit dem Pfeifen noch machen, dann hole ich euch nochmal dazu. So, ich brav. Weil sonst sprinten die beide los und warten nicht. Aber heute ist es echt, also Mädels, ich bin stolz. So, ich sitze am Schreibtisch jetzt wieder. Und wir haben inzwischen 16.30 Uhr, Freitag. Ich habe mir hier gerade eine Liste gemacht zu Videos, die ich in nächster Zeit machen möchte. Und ja, habe jetzt angefangen, das Video für Sonntag zu schneiden. Und da ist mir eingefallen, dass ich euch ja noch kurz die oder mal so ein kleines Sneak Peek in die neue Rudelherz-Kollektion geben wollte. Da schnarcht Toffee. Bevor ich das vergesse, ist vielleicht ein schöner Abschluss für den heutigen Vlog und ich würde sagen, das machen wir doch mal gerade. Jetzt muss ich euch einmal die schlafende Milka filmen, wie sie hier es sich auf dem Sofa gut gehen lässt. Ich wollte gleich ja noch ein bisschen aufräumen, damit Kevin und ich dann am Wochenende voll und ganz das Wetter genießen können und vielleicht nochmal auf die Piste gehen. Da drüben. Ja. Genau, so, jetzt aber zu den Sachen, weil ich YouTube ja ein bisschen vernachlässigt habe in letzter Zeit, werde ich euch dafür jetzt hier als allererstes die neuen Farben präsentieren. Das Naturweiß kennt ihr bereits. Das hier ist ein Khaki-Ton. Das sieht man ja nämlich gar nicht so richtig. Also es ist ein ausgewaschenes Khaki. Es ist so schön und das hier ist ein ausgewaschenes Hellblau. Liebe ich ebenfalls. Dann haben wir hier so einen Peach-Ton und das Lila kennt ihr. Also es gibt wieder ein paar weiblichere Farben, sowohl als auch neutrale und eine Hose. Also es gibt passende Hosen zu den Pullis. Und ich bin so happy, ich bin so gespannt und ich freue mich so riesig. Wir haben das Berge-Logo hier wieder. Stellt nicht scharf, ist aber auch gut so. Und jetzt überlege ich, ob ich euch
Ich will noch nicht zu viel verraten. Hier vorne ist ein Print drauf. Dann haben wir einfach nur ganz schlicht Rudelherz vorne draufgestickt auf die T-Shirts. Und, ja doch, ich zeige es euch. Welches zeige ich euch als erstes? Oh mein Gott, es ist so schön. Ich bin wirklich, ich liebe es so sehr. Ich zeige es euch mal auf dem Khaki-Farbenen. Und zwar haben wir hier hinten so einen großen Print auf dem Rücken. Und das ist übrigens ein Pullover ohne Kapuze. Den hattet ihr euch auch gewünscht. Also wir haben hier einen großen Print auf dem Rücken. Ich lasse es doch mal hängen. Quasi ein Universe-Print, den ich so entworfen habe. Mit dem Hund im Zentrum des Universums. Was sagst du zu dieser bahnbrechenden Idee, die deine Mutter da hatte? Micky. Ich finde es wirklich großartig, weil für alle Hundebesitzer ist der Hund ja tatsächlich im Mittelpunkt von allem, oder? Irre ich mich. Wir haben dann auch noch kleinere Prints, die will ich euch jetzt aber nicht verraten, wo ich natürlich immer darauf achte, dass beispielsweise hier das khakifarbene All-Around-Set super zu dem khakifarbenen Hoodie passt. Oder hier haben wir die gelbe Leine, die passt super schön zu dem Peach, aber auch zu dem Blau. Also die Farben passen wie immer perfekt zusammen. Solltet ihr noch Wünsche haben bezüglich der Farben oder Prints, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. So, es ist inzwischen dunkel draußen. Es ist 6:30. Milka und Toffi sind sehr aufgeregt, weil sie Hunger haben. Der Kevin kommt gleich nach Hause, dann essen wir was zusammen. Milka, die sind beide völlig außer sich. Habt ihr Hunger? Ja, erstmal gehen wir nochmal schnell Pipi machen und dann gibt es was zu essen. Ach, Milkylein. Und ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns nächsten Mittwoch auch schon wieder. Tick, bye. Jo, jo, jo.